Gesetz gegeben, bei dem Eigentum und Kontrolle über diese Unternehmen voneinander getrennt wurde. Das Eigentum liegt bei den Aktionären, die haben nichts zu sagen. Und die Kontrolle liegt bei einer Managerkaste, die alles zu sagen hat, aber denen das Unternehmen nicht gehört. Und das Ergebnis ist, dass diese Managerkaste nicht unternehmerisch ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie werden in so einem System der Entkoppelung von Eigentum und Kontrolle nicht CEO so eines Ladens, in dem sie irgendwie Risiken eingehen oder unternehmerisch tätig sind. Sie werden CEO so eines Ladens, in dem sie keine Fehler machen. Und wer keine Fehler machen darf, der darf auch keine Risiken eingehen. Risiken eingehen ist aber per Definition das, was der Unternehmer macht. Ein Unternehmer, der keine Risiken eingeht, ist kein solcher. So, das Ergebnis ist, dass diese sogenannten Unternehmen keine mehr sind. Und das Verhalten, was dann daraus resultiert, ist, sie kaufen sich irgendwelche Mittelständler ein, mal gute, mal schlechte, und anschließend machen sie Lobbyarbeit beim Staat, um sich vom Staat Rahmenbedingungen schaffen zu lassen, mit denen sie dann, obwohl sie keine Unternehmer sind, Geld verdienen. Das ist nichts anderes als eine kollusive Planwirtschaft, die da betrieben wird. Und wenn Sie sich Siemens anschauen, mit dem privaten Sektor. Also die Aktiengesellschaften sind insofern gar nicht mehr richtig privater Sektor. Das ist genau das, was ich auch an diesem ganzen System so hart kritisiere. Der eigentliche private Sektor, der die Sache am Laufen hält, das ist der Mittelstand. Die Großunternehmen, die sich quasi in den Staat eingliedern, das genauso wie wenn Sie beispielsweise in unserem Sozialstaatssystem haben Sie die Kirchen. Die Kirchen sind gar nicht mehr selbstständige, sozusagen philanthropische Gebilde, karitative Gebilde, sondern sie haben sich in den Staat voll integriert. Sie sind nichts anderes als eine Abteilung des Sozialministeriums geworden. Und genauso ist es bei diesen. Was aber auch nichts groß Neues ist, das ist ein Prozess, der seit der Reformation der Fall ist. Also dass die Kirchen nicht mehr dem Papst sondern dem jeweiligen Landesfürsten. Also das ist doch jetzt. Das ist ja auch gut, aber da muss ich mal kurz einen Einwand erheben. Gott ist queer. Das ist mir too much. Ich meine, ich bin Atheist, ich bin ein Ungläubiger hoch 10, aber das ist too much. Verstehst du, da kann mir doch keiner erzählen, dass es doch eine eigenständige Ideologie bei dieser Kirche gibt, wenn Gott plötzlich queer ist. Wie gesagt, aber das ist nichts Neues. Die Kirchen haben auch beim Nationalsozialismus mitgemacht. Also die Kirchen, obwohl er stimmt gegen die Mordprogramme an Behinderten, gegen die Euthanasie, da haben sie sich tatsächlich dagegen gestellt, zumindest teilweise. Also das aber kann man du hast sagen, schon recht in gewisser Weise. Aber ich meine, guck mal, du hast schon recht in gewisser Weise. Stimmt schon. In den meisten Ländern der Welt ist die Kirche ein verlängerter Arm des Staates. Aber okay, er kritisiert es halt. Das ist ja sein gutes Recht. Lassen wir ihn einfach. Ja, ich meine nur, du brauchst jetzt nicht so zu tun, als wäre das jetzt etwas komplett Neues, was irgendwie mit der Ampel oder mit Merkel oder wem auch immer gekommen wäre, sondern das ist etwas, das haben wir schon seit Jahrhunderten und jetzt sehen wir es in besonders drastischer Form, wo die Kirchen diese woke Ideologie auch noch komplett schlucken, aber das ist nichts Neues. Stimmt. Diesen Unternehmen auch. Ein Unternehmen, das also Gewinne macht und dann trotzdem zum Staat geht und 7 Milliarden Subventionen abgreift, das halte ich für, wie soll ich sagen, in einer Marktwirtschaft. Das ist übrigens, das wollte ich noch mal kurz anmerken, das ist historisch relativ interessant, dass die Kirchen überhaupt so eine eigenständige Rolle hatten, also die katholische Kirche mit dem Papst gegenüber den Staaten, das ist auch ein katholisches Phänomen. Bei den orthodoxen Kirchen, da waren das nie so, das waren immer Staatskirchen. Also wir haben ja aktuell noch die russische orthodoxe Kirche beispielsweise. Jetzt, wo die Russland und die Ukraine sich zerstritten haben, da hat die Ukraine eine eigene ukrainisch-orthodoxe Kirche gegründet. Aber guck mal, was ein ganz großer, lass mich ganz kurz erklären, ich bin ja selber orthodox. Die orthodoxe Kirche macht aber auch keine scharfen ideologischen Wendungen durch. Es ist ja eine Religion. Und ich glaube, meine Landsleute fänden es extrem komisch, wenn jetzt plötzlich die Kirche von einem Tag auf den anderen was ganz Neues erzählt. Ja, ich dachte, es ist Glaube. Die Geschichte, warte ganz kurz. Die Geschichte der Bibel und der BSG. Es geht um Glaube. Verstehst du? Vielleicht sehen wir ja das ganze Ding als eine Institution, aber der Gläubige sieht es doch als Glaube. Wenn diese Geschichte feststeht, dann kann man sie doch nicht wahllos nachträglich irgendwie ändern. Das ist etwas, das werde ich nie ganz verstehen, wie das hier im Westen funktioniert. Das ist tatsächlich auch normal. Und das Problem, das ist nicht, also dass sich bei der Kirche irgendwas geändert hat. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft gerade mit dieser woken Ideologie geflutet wird. Also das Problem ist der Wokismus. Wenn es irgendeine andere Ideologie gäbe, die plötzlich von irgendwelchen Eliten gepusht würde, wie der Wokismus, dann würden die Kirchen auch den übernehmen. Also in Russland, da siehst du ja beispielsweise gerade, wie Patriarch Kirill ja den russischen Krieg in der Ukraine rechtfertigt. Also
Also das hat ja jetzt auch nicht so viel mit politischer Neutralität zu tun. Also auch der stellt sich schützend vor die Politik der russischen Regierung. Das ist tatsächlich nicht groß anders. Nur Russland, da ist dieser Wokismus nicht so stark. Da wird den Gläubigen nicht erzählt, Gott ist queer oder sowas. Also das liegt aber an dieser völlig neuen und sich wirklich auf alle Lebensbereiche erstreckenden Ideologie. Das liegt nicht so sehr daran, dass die Kirche irgendwie groß anders funktionieren würde, als sie es vor 30 Jahren getan hat. Nein, du hast recht. Das ist auch nicht der Punkt. Ich wollte nur mal anmerken, dass, sagen wir mal, in der orthodoxen Welt der Glaube nicht so sehr vom Glauben entkernt ist, schon noch lange nicht so sehr, wie es anscheinend hier im Westen ist. Ganz einfach. Das ist so mein Eindruck. Ja, aber das, wie gesagt, das liegt an der Gesellschaft und nicht unbedingt an der Struktur der Kirche. Nein, aber beschreibe es einfach nur so, nehme es so zur Kenntnis. Es ist einfach so. Ja. Ich sage ja nicht, dass es neu oder ein Weltuntergang ist. Es ist aber einfach so. Eigentlich hat die Kirche mit dem Glauben an sich wenig zu tun. Schafft ethisch verkommen. Ethisch verkommen ist das. Und wenn Sie sich anschauen, was wir sonst an Subventionen ausgeben. Wir haben jetzt mit 10 Milliarden Euro Subventionen ein Chipwerk nach Dresden geholt. Und das hat man dann gefeiert. Dass wir 10 Milliarden brauchen, um den weltgrößten Chiphersteller nach Dresden zu holen, ist im Grunde genommen die Kapitulation des Standorts Deutschland. Nämlich, wenn es anders wäre, wenn unser Standort gut wäre, wenn wir die richtige Wirtschaftspolitik, die richtige Infrastrukturpolitik und die richtige Standort- und Ordnungspolitik betreiben würden. Hey, ist das gerade eine implizite Forderung nach zusätzlichen Investitionsprogrammen? Beispielsweise, die ja nur durch eine Aufhebung der Schuldenbremse ermöglicht werden, wenn man keine Steuererhöhung will? Das glaube ich nicht. Nein. So das ist jetzt eine. Er beschreibt hier Symptome, ohne Lösungsvorschläge zu liefern. Also das altbekannte Muster. Naja, er beschreibt Symptome, aber die Lösungsvorschläge, die normalerweise funktionieren würden, die gefallen ihm nicht. Die will er dann auch nicht. Würden, dann würden die Unternehmen von alleine kommen. Dass wir sie mit 10 Milliarden locken müssen, ist Schmerzensgeld dafür, dass sie trotzdem kommen. Da gibt's gar nichts dafür zu feiern bei der Politik. Und genauso ist es hier auch. Hier hat ein Unternehmen, Siemens, einen Fehlkauf getan, hat ein Unternehmen gekauft, das Windrädchen herstellt, das nicht wettbewerbsfähig ist, das im Übrigen in ein Produkt investiert, das sowieso keiner braucht, das ohne Subventionen gar nicht existieren würde und beschwert sich dann beim Staat, dass es nicht läuft. Mir fällt gerade auf, du hast recht, du hast absolut recht, stimmt schon. Anstatt, dass er dieses Interview nutzt, um mal wirklich seine Idee, seine Politik zu erklären und was er genau und wie er es genau machen würde, ist es eine einzige Leier, was die anderen alles falsch machen. Aber das wissen wir doch alles schon. Und so weiter. Das wollte ich schon mal kurz anmerken, du hast schon recht. Das ist doch deren Problem. Das ist doch nicht das Problem des Steuerzahlers. Und das ist genau das, was ich so kritisiere. Wir nehmen das Geld des Steuerzahlers, das Geld der kleinen Leute und schieben es Großunternehmen in den Rachen oder wir schieben es irgendwelchen anderen Leuten in den Rachen, die noch viel weniger produzieren in diesem Land. Und das Ergebnis ist, dass immer mehr in konsumtive und verschwendete Ausgaben geht. Und das Ergebnis dessen ist... Das ist Bullshit. Also wenn du Geld an Großunternehmen zahlst, dann sind das keine konsumtiven Ausgaben, sondern diese Unternehmen, die nehmen dann das Geld und zahlen das an ihre Aktionäre aus. Und die Aktionäre, die sind dann erstmal überall auf der Welt, also im Ausland. Das ist Geld, was schlichtweg ins Ausland wandert. Und die sparen das dann größtenteils, weil die Aktionäre selber sehr reich sind. Das sind dann keine das Geld geht dann gar nicht für konsumtive Zwecke raus. Es wäre gut, wenn es für konsumtive Zwecke rausgehen würde. Also wenn man davon, keine Ahnung, Lehrer anstellen würde. Wenn man davon... Also mehr Geld an die Rentner geben würde. Dann würden die in den Supermarkt gehen, das dann ausgeben und dann würde der Konsum steigen. Dann würden sogar die realen Einkommen steigen. Also das, was Krall hier zuletzt kritisiert hat. Also höhere konsumtive Ausgaben bedeuten, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Also die Ausgaben sind ja nicht mal konsumtiv. Ich glaube, was er hier meint, ist, dass viele, das stimmt schon, also ich denke auch, dass in Deutschland viel Geld rausgehauen wird, ohne darauf zu gucken, wie eigentlich der Return of Investment und wie der Nutzen dieses Geldes ist. Ich glaube, das kritisiert er hier in Wahrheit. Ist, dass immer mehr Fehlallokation stattfindet. Und diese Fehlallokation führt erst zu einem abfallenden Wirtschaftswachstum, das haben wir gesehen. Dann führt sie zu einem Nullwachstum, das haben wir gesehen. Dann führt sie zu einem Negativwachstum und das sehen wir jetzt. Die Produktivität in diesem Lande fällt. Die Produktivität fällt übrigens nicht erst seit gestern. Die Produktivität stagniert seit der Einführung des Euro, weil der Euro dafür sorgt, dass die Geldpolitik die Unternehmenslandschaft zombifiziert.
All das ist eingetreten. Die Krise ist da. Und warum merken die Leute es noch nur eingeschränkt? Warum schauen sie aus dem Fenster und sagen, wo ist die Krise? Weil wir von unserem früheren marktwirtschaftlichen Zustand her so eine Schwungmasse haben, so eine riesige Substanz hat die Marktwirtschaft angespart, dass man so einen Blödsinn eine Weile machen kann. Nur geht diesem Land jetzt langsam die Substanz aus und die Leute fangen an. Das heißt die Marktwirtschaft. Also wir hatten bis vor 40 Jahren eine relativ gute Wirtschaftspolitik. Das hat man dann in den 70ern, die Bundesbank durch ihre Zinserhöhung, beziehungsweise in den 80ern, die Bundesregierung durch ihre neoliberale Wende in der Politik, dann mehr oder weniger kaputt gemacht. Seitdem hat sich das Wachstum immer mehr abgeschwächt, aber das ist ein internationaler Trend, also da ist Deutschland gar nicht mal alleine. Und jetzt, durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland, ja, ruiniert die Ampel gerade unsere Wirtschaft, das kann man so sagen. Ich finde, seine Kritik ist nicht ganz unbegründet, aber ich finde, er zieht die falschen Schlüsse. Du hattest ja dieses Gerede, dass letzten Winter Blackouts kommen würden. Und dann haben irgendwelche Leute triumphiert, ha, wo waren die Blackouts? Aber der Witz ist, Deutschland hatte genug Marktmacht, irgendwelche Länder tot zu kaufen. Die Blackouts waren am Ende in Mexiko und Pakistan und solchen Ländern, weil wir denen den Energiemarkt leer gekauft haben. Und darauf läuft es hier, finde ich, auch hinaus. Die EZB durch ihre Niedrigzinspolitik, das ist doch auch schon seit 20 Jahren bekannt. Wir werden alle nur unglaublich wenig Rente rausbekommen aus der Rentenkasse. Ja. Da werden wir die Krise merken. Aber warte kurz, er hat nicht ganz Unrecht. Im Endeffekt wirtschaften wir schon seit vielen Jahren über unsere Verhältnisse, aber wir merken es nicht. Wir werden es merken, wenn wir dann irgendwann alle Rente auf Hartz IV-Niveau beziehen. Dann werden wir merken, was wir falsch gemacht haben. Ja, aber warum hat die EZB denn beispielsweise so eine Niedrigzinspolitik? Die hat die Zinsen so niedrig gesetzt, weil die Inflation die ganze Zeit so niedrig war. Warum war die Inflation so niedrig? Weil die Unternehmen nicht investiert haben, weil die Löhne nicht gestiegen sind, weil die Konjunktur extrem gelahmt hat in der Eurozone. Da bin ich anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass man einfach nicht zugelassen hat. Man hätte einfach mal irgendwelche Leute pleite gehen lassen müssen. Damals bei der Bankenkrise. Das wollte man nicht. Stattdessen hat man lieber die Zinsen so niedrig gesetzt, dass sich jeder grenzenlos refinanzieren konnte. Diese Zombifizierung der europäischen Wirtschaft, dass es heute viele Banken, viele Konzerne gibt, die in ihren Büchern irgendwelche immer noch faulen Aktivposten da stehen haben, die aber im Endeffekt Zombieposten sind. Das stimmt schon, da hat er nicht ganz Unrecht. Diese Kritik habe ich schon oft gehört, die kann ich auch nachvollziehen. Ja, aber warum hast du da so viele faule Posten stehen? Weil die Wirtschaft so schlecht läuft, weil die Einkommen der Leute nicht steigen. Also deswegen hast du da so viele notleidende Kredite auch bei vielen südeuropäischen Banken. Und das kann man so sehen. Also die Amis haben halt auch mal ihre Lehman Bank pleite gehen lassen. Und das wollten wir ja auf gar keinen Fall in Europa. Das ist nämlich wiederum das, was er mit diesem Sozialismus meint, dass wir ja unbedingt jeden retten müssen und bloß kein großer Kapitalanleger mal irgendwo ein bisschen Geld verliert für seine eigenen Fehlentscheidungen. Ja, wie gesagt. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich auf seiner Seite. Wir hätten die Banken pleite gehen lassen können, aber dann wäre es noch viel, viel teurer geworden. Weil dann der Interbankenmarkt zusammengebrochen wäre und wir wahrscheinlich alle Banken staatlich, also komplett hätten verstaatlichen müssen, was jetzt auch keine so schlechte Sache wäre. Also kann man machen. Wenn die Banken es privat nicht hinkriegen, werden die es nicht richtig schaffen, ihre Risiken einzuschätzen. Also warum nicht gleich staatlich organisieren? Aber wie gesagt, es wäre noch mal teurer geworden. Wir hätten noch mehr Geld in die Wirtschaft pumpen müssen, damit die Einkommen nicht sinken, damit man eben keine Deflation bekommt. Das war ja das Problem. Ja, aber guck mal, Großteil, das ist Kapitalismus. Schon immer gewesen. Auf Wachstum folgen Rezessionen. Wir wollten ja die Rezession abschaffen. Ja, die kann man abschaffen. Das geht. Das glaube ich nicht. Doch. Das will ich erst mal sehen, dass es jemand kann. Wenn die Wirtschaft, wenn der Konsum zu Schwäche beginnt, muss der Staat Geld ausgeben. Das ist... Ja, gut. Du hast ja, gut, aber ich meine eigentlich was anderes. Warte, du hast natürlich recht. Dieses Deficit Spending, das ist ja schon, das gibt es ja schon seit Keynes. Aber nochmal, was der Kral kritisiert, ich bin kein Fan von Kral, ich will ihn auch nicht verteidigen. Aber ich verstehe seinen Gedanken. Er will immer wieder darauf hinaus, dass wir im Endeffekt große Vermögen immer wieder erbarmungslos retten, immer wieder retten. Lass doch mal ein paar Milliardäre ihr Vermögen verlieren. Das ist das normalste Ding im Kapitalismus. Stattdessen höre ich immer wieder, nein, das geht nicht und so weiter. Doch, es geht. Das hat uns zu dem gemacht, was wir mal waren. Und seit wir jetzt diesen Sozialstaat für Milliardäre haben, seitdem geht es nur noch bergab. Ja, das hat man einmal ich gehe nicht mit. Das hat man einmal in der Geschichte probiert.
Das war in der großen Depression, das war 1929 bis 1933. Da hat man gesagt, so, wir lassen jetzt mal Banken pleite gehen und der Staat erhält sich zurück, der gibt auch nicht mehr Geld aus. Das war die größte Wirtschaftskrise in Friedenszeiten, die wir weltweit hatten. Also das war eine absolute Siehe, Katastrophe. Das hat in Deutschland ja, den aber Aufstieg der Nazis wollen wir befördert, nicht übertreiben. beispielsweise. Siehe die USA, die mit ihrer Lehman-Pleite gut zurechtgekommen sind und Ja, heute aber warum 6% sind sie gut Wachstum haben. zurechtgekommen? Und siehe die Eurozone, die seitdem vor sich hinsieht. Warum sind sie gut zurechtgekommen? Erstmal, weil sie erstmal Lehman haben sie pleite gehen lassen, den Rest der Banken, den haben sie rekapitalisiert. Den Rest der Banken haben sie gerettet. Sie haben eine größere Bank pleite gehen lassen, aber den Rest der Banken, den haben Ja, sie gerettet. aber sie haben sie auch in Staatseigentum übernommen. Und bei uns wollte man ja unbedingt die Ah, Aktien schnell wieder abstoßen. nee, nicht Doch, doch, unbedingt. doch, doch, doch. Das hat man nicht alles in Staatseigentum übernommen. Naja, auf jeden Fall, das Nein, Zweite das ist hätte die man US. tun sollen. Und das stimmt, ja, da hast du recht. Das Zweite ist, die USA haben viel mehr Geld ausgegeben. Die USA haben nicht so eine irre Sparpolitik gefahren, wie wir hier während der Eurokrise. Also die USA haben so lange hohe Defizite gehabt, wie es brauchten. Und schlussendlich waren die Defizite sogar noch zu niedrig. Also die USA hatten ja auch noch lange eine hohe Arbeitslosigkeit, die nur langsam gesunken ist. Wären die Defizite höher gewesen wären, dann wäre die Arbeitslosigkeit schneller wieder gesunken. Das hat man jetzt nach Corona gesehen, dass die Arbeitslosigkeit noch stärker hochgeschossen ist während der Finanzkrise und mit diesen riesigen Defiziten, die die USA unter Trump gemacht haben, wo Helikopterschecks an Le alle möglichen Leute ausgeteilt wurden. Da, ja, ist die Arbeitslosigkeit wieder Aber, auf ja, Rekordtiefen gesunken, also wieder auf das tiefe Niveau, was man vor Corona hatte, weil man Defizite gemacht hat. lieber Agitator, guck mal, es ist grundsätzlich immer wieder dieselbe Diskussion. Ich möchte mal so anmerken, dass wir sie geführt haben. In Europa oder in Deutschland läuft es immer darauf hinaus, nein, das geht nicht, das kann so nicht sein und so weiter. Und währenddessen auf irgendwo anders auf der Welt, der Chinese hat ein Modell, es funktioniert, der Ami hat ein Modell, es funktioniert, jeder hat ein Modell, es funktioniert, aber bei uns geht das alles nicht. Weißt du, ich meine. Was hat China gemacht? China hat enorm Geld in die Hand genommen. China hat sich verschuldet. China hat auch die Kreditbedingungen für private Unternehmen gelockert, die Ja, sind aber riesig wenn mehr du in verschuldet China haben. bankrott gehst, wirst du nicht gerettet. Dann kommt der Staat, übernimmt dein Unternehmen und dann gehört es ihm. Dann verkauft das nach paar. Darüber könnten wir mal eine eigene Sendung machen, warum eigentlich der chinesische Markt so gut funktioniert oder diese Marktwirtschaft besser funktioniert als unsere. Ja, Weil der Staat das Unternehmen übernimmt, er erhält es eine Zeit lang und dann verkauft er die Aktien jemand anderem. Bei uns geht es immer darum, wir müssen den Unternehmer retten. Es geht immer nur darum, den Unternehmer zu retten. Nein, Ja, das müssen wir nicht. ja. Dass man da Entschuldigung. persönliches Risiko ausschaltet, da hast du recht, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist, dass die Nachfrage einbricht und dass man das nicht zulassen darf. Und das hat man in China eben Genau während der das passiert in Finanzkrise nicht China nicht. zugelassen. Ja. Genau das passiert in China nicht. Verstehst du, die Chinesen sind sehr resilient. Bei denen ist jede Pleitewelle in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, das gibt es bei denen auch, dass mal irgendein Markt kollabiert, aber nach einem halben Jahr sind diese Unternehmen wieder am Markt und produzieren einfach weiter. Das, was ja bei uns auf keinen Fall geht. Doch, das geht. Entschuldigung, ich bin ein bisschen leidenschaftlich, tut mir leid. Weißt du, ich auch. Weißt du, wie sich die Staatsverschuldung in China, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat? Die lag Ja. Mitte der 90er Jahre bei etwas über 20% des Bruttoinlandsprodukts. Jetzt liegt sie bei über 70%. Die hat sich also in wenigen Jahrzehnten mehr als verdreifacht in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Also in nominellen Zahlen, die ja sowieso relativ egal sind, sieht es noch, also noch mal extremer aus. Also da, auch in China ist das der Fall, dass der Staat dort Geld Ja, in die aber die Wirtschaft haben geben doch auch muss, damit die Wirtschaft wächst. Investitionsnachholbedarf. Ist doch normal. Wir haben doch schon unglaublich viel investiert. Die Chinesen bauen Infrastruktur, Ja, die wir eben doch schon nicht. vor 5 Jahren gebaut. Eben doch. Nee, Natürlich, warum denn? In Deutschland, da wird extrem wenig investiert, auch von staatlicher Seite. Die Richtig. Bruttoanlage, die Investitionsquote, die ist die letzten 30 Jahre sogar gesunken, obwohl wir die Unternehmenssteuern halbiert haben. Das mal nur so nebenbei, also. Ja, richtig, ist ja auch so. Aber trotzdem, wie gesagt, die Chinesen investieren in irgendwelche Immobilien. Da gibt es ja irgendwelche Städte, die waren vor 30 Jahren ein Fischerdorf und auf einmal sind da 5 Millionen Einwohner. Sowas feuert natürlich das Wachstum dort an. Aber verstehst du, das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Doch, China hat eine extrem kluge Wirtschaftspolitik gemacht die letzten 30 Jahre. Wir hier in Europa nicht. Deswegen rutscht Europa immer weiter Genau. ab. Deswegen rutscht Deutschland immer weiter Einig. ab. Und ja, die Lösung, die kann jetzt nicht darin bestehen, dass wir in irgendeiner Wirtschaftskrise, wo die Wirtschaft sowieso schon schlecht läuft, einfach eine Bank pleite gehen lassen und sagen, so, Nein, jetzt das ist ja funktioniert es auch nicht besser. die. Sondern dann funktioniert es eben nicht besser. Nein, Das das habe ich auch nicht gemeint. Das habe ich auch nicht ist nicht gemeint. die Guck mal. zentrale Diskussion.
Wir müssen endlich wieder anfangen, auch mal Reiche kontrolliert pleite gehen zu lassen. Das sagt ja niemand, ja, dass es in der Wirtschaftskrise sein muss. Das können wir von mir aus gerne machen. Für mich ist das. Für mich ist er das, weil irgendwelche Strukturen, die nicht wettbewerbsfähig sind, immer wieder und wieder und immer weiter gerettet werden. Ich will das nicht mehr. Feierabend, geh einfach pleite und dann werden wir sehen, was danach kommt. Ja, aber wie gesagt, du musst die Nachfrage trotzdem gesamtwirtschaftlich stabilisieren. Das ist dann der entscheidende Punkt, denn sonst schrumpft die Wirtschaft. Und dann hast du sich selber verstärkende Abwärtsspirale, dann geraten auch Unternehmen in schwierige Fahrer, was die vorher völlig gesund waren. Also das hast du in Italien gesehen. Italien hatte vor der Finanzkrise... Wir reden hier über zwei verschiedene Themen. Ich sage dir, andere Teile der Welt lassen auch mal Reiche pleite gehen und sie haben damit kein Problem. Und jetzt kommst du immer wieder mit dieser Schiene. Das eine hat aber mit dem anderen gar nichts zu tun. Weil das nicht der Grund für die Misere ist, die wir in Europa haben. Weil darüber kann man gerne diskutieren, aber das ist eine Nebendiskussion, das ist nicht der zentrale Punkt. Okay, von mir aus. Lass uns weitermachen, sonst langweilen wir noch die Zuschauer. Um es zu merken. Gehen Sie in den Supermarkt im Westend in Frankfurt, da kostet jetzt eine Packung Nudeln 3,50 Euro. Ja, vor 3 Jahren hat sie 99 Cent gekostet. Ja gut, manche sagen... Also es sind 21 Zuschauer, so viel hatte ich schon nicht mehr, seitdem Proletopia mich geradet hat. Also wir scheinen Sie nicht zu langweilen, das mal nebenbei. Das sind jetzt die Warenpreise von den Produkten. Spaß. Aber ich würde jetzt gerne hier dann nochmal einhaken mit Ihrer Partei. Sie haben ja schon angesprochen, das Thema Steuern. Die wollen Sie radikal senken. Sie wollen Behörden und Ministerien schließen, gar ganz abschaffen. Und zwar wirklich radikal, also wirklich alle. Ja, ziemlich radikal. Nicht alle, aber fast alle. Ja, aber wirklich fast alle. Mhm. Ja, also Sie haben das schon ausgeführt in einem anderen Vortrag. Und dann wollen Sie irgendwie 95% der Gesetze abschaffen, die seit den 70er Jahren irgendwie auf den Weg gebracht wurden. Ja. Das klingt, also das mit den Gesetzen abschaffen, das klingt sogar relativ gut. Wir hatten in den 70er Jahren eine wesentlich bessere Regulation der Finanzmärkte. Also das würde übrigens auch bedeuten, Arbeitnehmerfreizügigkeit und Freizügigkeit des Finanzkapitals, also all das auf EU-Ebene wieder aufzuheben. Also da bin ich mal gespannt, wie er das machen will. Ich glaube, er meint nicht ein Rollback zu den Gesetzen von damals, sondern er meint einfach ersatzlos streichen und sehen, was kommt. Ja, das befürchte ich auch. Wie gesagt, muss man sich en Detail ansehen. Genau. Aber weil er stellt die richtigen Fragen, aber seine Antworten gefallen mir irgendwie nicht so sehr. Ich habe ja gesagt, in den 70ern, da hatten wir wesentlich interventionistischeren Staat, als wir es heute haben. Und damals lief die Wirtschaft wesentlich besser. Also in den 70er Jahren, da hat sich der Bundeshaushalt innerhalb von 5 Jahren, glaube ich, verdoppelt. Also waren wirklich komplett andere Zeiten, eben weil die Sozialausgaben so stark gestiegen sind. Und das waren die goldenen Zeiten der Bundesrepublik. In den 70er Jahren haben noch nie so viele Menschen BAföG bekommen wie in den 50 Jahren danach. Also heute bekommen weniger Menschen BAföG als kurz nach dessen Einführung. Und der reale BAföG-Satz ist seitdem übrigens sogar gesunken. Also diese Studienförderung. Also ja, das ist ja eh nochmal so ein Thema für sich. Damals war ja auch der soziale Aufstieg durch Bildung noch relativ durchlässig und gar nicht so schwer. Heute ist ja fast unmöglich. Wer heute einmal in prekäre Verhältnisse geboren, da gibt es ja diese krassen Statistiken. Und wenn du heute als Kind von Hartz-IV-Empfängern geboren wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch Hartz-IV beziehen. Ganz einfach. Absolut, absolut. Das ist ja eine relativ radikal-libertäre Haltung, wie Sie es ja auch selbst schon formuliert haben. Jetzt also nicht die politische Mitte, um das nochmal ganz klarzustellen. Diese Partei ist komplett irre. Die ist wirklich ja, radikal-libertär, wie es Kosobek gerade gesagt hat. Das hat nichts mit Mitte zu tun. Das ist viel, viel, viel abgedrehter als alles, was bei CDU, FDP oder AfD jemals diskutiert wurde. Aber guck mal, wir müssen ihm zugutehalten. Ich will jetzt nicht schon wieder verteidigen, aber wir müssen ihm zugutehalten. Heute will ja jeder die Mitte sein. Die AfD ist die Mitte. Die Grünen sind die Mitte, alle sind die Mitte.